Hallo und herzlich willkommen im Keller. Einige von euch wagen es ja, mich immer noch rechtliche Sachen zu fragen, obwohl ich doch schon das gesamte Waldrecht in allen möglichen Videos erklärt habe. Ja, kann ich nicht verstehen, dass es tatsächlich Menschen gibt, die zu faul sind, sich etwa 10 Stunden Videomaterial anzugucken, um nur eine Waldrechtfrage geklärt zu bekommen. Nein, die Leute haben einfach keine Zeit mehr heutzutage. Und deswegen machen wir jetzt eine kurze Zusammenfassung, und zwar wirklich kurz, und zwar nur mit dem Wesentlichen. Das bedeutet, erstens, das ist hier nur das Wesentliche. Das heißt, es gibt unter Umständen noch jede Menge wichtige Details, die ihr vielleicht eventuell noch in Erfahrung bringen solltet, bevor ihr jetzt damit losrennt und sagt, aber der Typ im Internet, im absolut vertrauenswürdigen Internet, in dem es grundsätzlich nichts als die Wahrheit zu finden gibt und alles, was da steht, stimmt immer absolut haargenau, der hat gesagt, ich darf hier übernachten. Mit so einer Argumentation kommt man möglicherweise nicht ganz so weit. Gut. Zweitens. Ist alles nur meine Interpretation der Rechtslage? Ein Richter kann das ganz anders sehen und auf den kommt es letztendlich an. Drittens. Habe ich vergessen. Wird nicht so wichtig gewesen sein. Ja, aber das Wesentliche ist halt eben, das ist meine Interpretation der Rechtslage. Das heißt aber jetzt auch nicht zwingend, dass die falsch ist, sondern damit würde ich mich einfach nur absichern für den Fall, dass tatsächlich jemand was anders sehen sollte. Ich bin mir aber trotzdem eigentlich durchaus sicher, dass ich durchaus recht haben könnte und viele Kollegen das auch ähnlich sehen werden. Und im Zweifelsfall kann ich natürlich alle Sachen, die ich hier jetzt erzähle, auch noch belegen und mit Paragraphen unterlegen, wenn das unbedingt jemand hören möchte. Und dazu kann er sich dann gerne auch eben die entsprechenden detaillierten Videos angucken. Ich habe keinen Bock, alles zu verlinken. Ich habe eine Playlist, die nennt sich Waldrecht. Wer da mal reinschaut, findet sämtliche waldrechtlichen Videos, die ich bisher so gemacht habe. Das sind jetzt schon durchaus einige. Und die häufigsten und wichtigsten Sachen werden wir jetzt hier einmal im Schnelldurchlauf eben abklären. Grundsätzlich ist das Betreten des Waldes zum Zwecke der Erholung jedem gestattet. Es gibt bis auf ein Bundesland keine Beschränkungen bezüglich der Tages- oder Nachtzeit, wann dieses Betreten zu erfolgen hat. Einzig Schleswig-Holstein beschränkt das Betreten auf Wege während der Nacht. Soll heißen, wenn es Nacht ist, darf man in Schleswig-Holstein nicht vom Weg runter im Wald. In allen anderen Bundesländern beinhaltet das Betreten auch das Verlassen der Wege. Wichtig, Betreten findet zu Fuß statt. Das heißt, wer mit irgendeinem Fahrzeug, auch einem Fahrrad, unterwegs ist, der betritt nicht, sondern der fährt mit einem Fahrzeug. Das wäre vielleicht nochmal zu erwähnen, heißt, sämtliche Waldrechte, die mit dem Betreten in Verbindung stehen, gelten auch nur für Leute, die halt eben betreten und nicht Radfahren zum Beispiel oder reiten. Ausnahme, Rollstühle oder Krankenfahrstühle oder irgendwelche, ja, solchen medizinisch notwendigen Vehikel. Wer damit auch abseits der Wege im Wald rumfährt, der betritt ihn. Das ist also dann kein Fahren, sondern ein Betreten. So, jetzt gibt es Einschränkungen vom Betretungsrecht, und zwar temporäre und generelle. Machen wir erstmal die generellen. Die gelten für Gebiete, die einen besonderen Schutz bedürfen. Das sind zum einen mal die Schutzgebiete. Schutzgebiete kommen weiter später im Video nochmal separat aufgezählt. Des Weiteren gilt das dann für Gebiete, die einen Rückzugsort fürs Wild darstellen. Das ist im Bundesjagdgesetz entsprechend geregelt, dass man die dann nicht betreten darf. Das bedeutet, alles, was in irgendeiner Form als Versteck geeignet wäre, Dickichte, Gebüsche, Dickungen, da dürfen wir nicht rein, weil das ist ein Rückzugsort fürs Wild und das Wild aktiv stören dürfen wir nicht. So, dann dürfen wir nicht in irgendwelche Verjüngungsflächen von Forstkulturen, weil wir da empfindliche junge Forstpflanzen, die jemandem gehören und die jemand für viel Geld dahin gepflanzt hat, kaputt machen könnten. Deshalb dürfen wir da auch nicht rein. In manchen Bundesländern dürfen wir auch keine Naturverjüngungsflächen betreten, also heißt, wo immer irgendwelche jungen, empfindlichen Forstpflanzen sind, da sollte man nicht drin rumstapfen. Das kann man auch eigentlich bundeseinheitlich durchaus so interpretieren. Falls irgendwas eingezäunt ist, ein Gebiet, dann darf man über den Zaun in der Regel drüber steigen, sofern man den Zaun nicht beschädigt. Zäune dienen bloß dafür, das Wild
außen zu halten. Noch ein wichtiger Sonderhinweis, wenn ihr Waldbesitzer seid und euren eigenen Wald vor Betreten durch andere Leute schützen wollt, dürft ihr nicht, schlicht und ergreifend. Jeder Wald, egal wem er gehört, darf in Deutschland grundsätzlich betreten werden, es sei denn, naturschutzrechtliche oder jagdliche Gründe sprechen dem entgegen, was die permanenten Sperrungen angeht. So, jetzt gibt es dann eben temporäre Sperrungen, das heißt, ein Wald darf kurzfristig gesperrt werden, wenn zum Beispiel der Besucherdruck gerade zu hoch ist, also ein Wald um Köln drumherum, meinetwegen. Und die Kölner beschließen jetzt alle, ganz, ganz viel im Wald spazifizieren zu gehen. Und das Wild im Wald um Köln hat überhaupt keine Ruhe mehr in bestimmten Gebieten, wo wirklich jeder rumdackelt. Dann kann die Kölner Forstverwaltung beschließen, dass sie Wald XY um Köln halt eben temporär mal sperrt, damit der Hirsch in Ruhe mal auch ein bisschen Gras futtern kann und nicht die ganze Zeit immer nur am Hin- und Herrennen ist wegen der alten Waldbesucher. So, das wäre die eine Sache. Des Weiteren, ja, aus jagdtechnischen Gründen kann Wald temporär gesperrt werden. Soll eine Drückjagd gemacht werden, dann kann die entsprechende Jägerschaft, der Jagdpächter, die Jagdgenossenschaft, kann entsprechend Schilder aufhängen und das vorher entsprechend ankündigen und entsprechend den Wald dann für die Dauer der Jagd sperren. Das sollte vorher angekündigt werden. Es ist umstritten juristisch, ob es unbedingt vorher angemeldet werden muss und wo und wie es vorher angemeldet werden muss. Aber irgendwelche Sperrungen müssen natürlich trotzdem angebracht sein. Also irgendwelche Warnschilder, rot-weiße Pommes-Schranken und ähnliches müssen vor dem Waldeingang dann entsprechend stehen. Dann kann aus forstwirtschaftlichen Gründen der Wald gesperrt werden. Das soll natürlich heißen zuallererst mal Holzernte. Wenn Baumfällarbeiten sind, dann sind ja Wald Wege bekanntlich gesperrt, und was aber kaum jemand weiß, das gilt nicht nur für den Waldweg, sondern auch für den Wald drumherum. Heißt, einfach neben dem Weg entlanglaufen, ho, ich bin ja nicht auf dem gesperrten Weg, das funktioniert auch nicht, das ist genauso verboten. Das kann übrigens mehrere tausend Euro Strafe kosten, und das kommt hin und wieder sogar auch mal vor, dass da mal jemand verknackt wird, weil da nicht nur sein Leben, sondern auch das Leben der Forstwirte, um jetzt mal nicht immer Waldarbeiter zu sagen, wird dadurch auch ein wenig gefährdet, weil die dann unter Umständen sich in Gefahr bringen müssen, um Rücksicht zu nehmen auf denjenigen, der da vielleicht rumschleicht, oder sie von dem vielleicht sogar noch erschreckt werden, wenn der sich noch anschleicht und so weiter und so fort. Das waren Beispiele, es gibt dann noch ein paar mehr Sonderfälle und anderes, aber das soll ja in diesem kurzen, vergleichsweise kurzen Video nicht thematisiert werden. Grundsätzlich darf ja der Wald zum Erholen betreten werden, und die Urform der Erholung ist quasi Schlaf. Das heißt, man darf im Wald auch schlafen. Und da es auch keine zeitliche Beschränkung, außer in Schleswig-Holstein, für das Betreten des Waldes gibt, darf das also eben auch nachts passieren. Sprich, nachts im Wald schlafen ist Erholung im Wald, die ja zeitlich nicht begrenzt ist. Und jetzt gibt es auch kein Gesetz, was verbieten würde, während dieses Schlafs zum Beispiel in einen Schlafsack gehüllt zu sein und an ein paar Bäumen eine Plane aufgehängt zu haben, die einem als Dach dient. So, also es ist eine Grauzone mit dem Übernachten im Wald. Es gäbe aber wirklich nichts, was das generell Übernachten im Wald verbieten würde, also Schlafen im Wald quasi. Allerdings gibt es eine Sonderregelung für Zelte. Das Zelten im Wald ist nämlich verboten. Und jetzt gibt es verschiedene Rechtsauffassungen. Hat man damals, als man beschlossen hat, das Zelten im Wald zu verbieten, gedacht, man kriegt damit sämtliche Leute, die im Wald pennen wollen, aus dem Wald? Oder wollte man wirklich bloß den Zelter aus dem Wald raus haben, um damit den, ich sage es jetzt mal ein bisschen mit negativem Beigeschmack, den Camper, der Bierflaschen liegen lässt und so weiter und so fort und gerne mit Flipflops durch den Wald schleicht, um den aus dem Wald rauszukriegen. Der eine Ansatz eben, wie dieses Gesetz zu verstehen war, aber das brauchen wir nicht an dieser Stelle nicht tiefer zu weiter zu vertiefen. Ein Zelt ist jede geschlossene Umhüllung, die auch irgendeiner Form ein Tragegestell besitzt. Und inzwischen ist man der Meinung, dass eine selbstgebaute Survival-Hütte, wenn die einen entsprechend großen Bauaufwand hat, was für jede selbstgebaute Survival-Hütte gilt, ebenfalls ein Zelt darstellt. Ausnahme, ein sogenanntes Lean-To-Shelter, das im Prinzip bloß eine Windschutzwand mit einer gewissen Dachfunktion ist und an drei Seiten offen. Da kann man wirklich nicht von einem Zelt oder einem Zelt gleichgestellten
Unterschlupf sprechen. Das ist also noch in Ordnung. Aber wichtig, nach meiner Rechtsauffassung ist auch ein geschlossener Biwaksack, also so ein Mini-Mini-Mini-Zelt, wo man quasi wirklich bloß als Person reinpasst und dann noch ein bisschen mehr Platz für den Kopf hat, weil da so eine kleine Stange im Biwaksack drin ist. Das ist definitiv nach meiner Rechtsauffassung in jeder Hinsicht auch ein Zelt. Also ebenfalls verboten. Soll heißen, wenn man im Wald übernachten möchte, im Freien, dann halt in Gottes Namen einfach unter einer simplen Plane, die man als Dach aufgespannt hat, die nach Möglichkeit im Idealfall an drei Seiten offen sein sollte. Kann diskutiert werden, ob an zwei Seiten offen zu sein schon reicht. Aber ich würde wirklich an drei Seiten offen und grundsätzlich empfehlen, aus rechtlicher Sicht, dann ist man auf der sicheren Seite. Nur aus rechtlicher Sicht, wie gesagt. Übernachten in Hütten, also sogenannten Schutzhütten am Wegesrand, die man im Walde immer mal wieder in regelmäßigen oder auch unregelmäßigen Abständen findet, gibt es auch kein Gesetz, was da dagegen sprechen würde. Die sind ja dafür da, dem Schutz des Waldbesuchers zu dienen, der im Rahmen seiner Erholung den Wald betritt. Und es gibt keinerlei Hinweis, der irgendwie verhindern würde, dass man da drin dann eben auch Erholung in Form von Schlaf suchen kann. Ob man das in einem Schlafsack tut, auf einer Isomatte oder einfach nur sitzend auf der Bank, ist rechtlich gesehen völlig unerheblich. Also in der Schutzhütte darf man auch pennen. Kommen wir zum Punkt Feuer. Feuer ist grundsätzlich genehmigungspflichtig. Das heißt, wer keine Genehmigung hat, und die hat man nicht einfach so, die muss man schon entsprechend beantragen oder irgendjemand unglaublich Wichtiges für den Wald sein, der darf auch keins machen. Also in so gesehen kann man auch sagen, Feuer ist grundsätzlich verboten. Jetzt gibt es zwei gängige Ausnahmen, die man auf Outdoor-Basis anwenden kann, um doch ein Feuer machen zu können. Nämlich erstens, man lässt es sich tatsächlich genehmigen, weil es ja genehmigungspflichtig ist. Da hat man dann einen gewissen Papierkrieg mit den entsprechenden Behörden vor sich. Die Behörden, die man da ansprechen muss, sind die untere Forstbehörde. Das ist meistens das Forstamt vor Ort. Je nachdem, aus welcher Region man kommt, gibt es sowas unter Umständen gar nicht, aber da muss man sich dann ein wenig durchgoogeln oder durchfragen. Für Fragen geht man am besten aufs Gemeindeamt oder aufs Rathaus oder Bürgeramt, je nachdem, wie das heißt, da wo ihr wohnt. Und außerdem muss man immer auch noch den entsprechenden Waldbesitzer von dem Stück Wald, in dem man denn sein Feuerchen zu machen gedenkt, fragen. Soll heißen, eine Feuergenehmigung wird immer nur für einen spezifischen Ort erteilt und auch nur für einen spezifischen Zeitraum. Eine generelle langfristige Genehmigung zum Betreiben einer Feuerstelle, die immer an der gleichen Stelle steht, das ist auch noch möglich, aber schon deutlich schwieriger zu bekommen. Und eine generelle Person XY darf in deutschen Wäldern Feuer machen. Genehmigung könnt ihr vergessen. Sowas gibt es allein deswegen nicht, weil man ja in jedem neuen Wald, in den man kommt, den Waldbesitzer extra auch nochmal fragen müsste. Es gibt auch Bundesländer, da reicht nur das Einverständnis des Waldbesitzers, beziehungsweise da ist es auch eine Möglichkeit, der Waldbesitzer zu sein, um ein Feuer machen zu dürfen. Dann kann man sich quasi selbstständig genehmigen. Beispiel für so ein Bundesland wäre dann Bayern. Grundsätzlich ist in Bayern auch noch die Möglichkeit gegeben, wenn man der Jagdpächter eines Gebiets ist, also das Jagdrecht innehat, dann darf man zum Zwecke der Jagdausübung auch ein Feuer machen. Warum das da notwendig sein soll, ist mir zwar ein Rätsel, aber das geht. Für Otto Normalverbraucher, also Leute, die weder der Wald gehört, noch sind sie der Jäger und so weiter und so fort und auch nicht der Förster und auch kein Wald, kein Forst wird, dann hat man da eigentlich keine Chancen, irgendwelche Sonderrechte in Anspruch nehmen zu können und man muss extra beim Amt sich eine Genehmigung abholen. Die andere Möglichkeit, ein Feuer machen zu dürfen, ist, dass man eine öffentliche Feuerstelle verwendet. Und da muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass man auch eine erwischt, die nicht doch illegal ist, weil nur weil irgendwo eine verbrannte Stelle boten ist, heißt das jetzt nicht, dass es eine öffentliche Feuerstelle ist, sondern das heißt bloß, da hat jemand ein Feuer gemacht. Das ist in 80% der Fälle dann ein illegales. Eine offizielle Feuerstelle, die man auch wirklich legal benutzen darf, ist dadurch gekennzeichnet, dass sie in irgendeiner Form eine Verbauung besitzt, die man dann nicht mal eben hinklatschen kann. Also ein Ring mit Steinen ist noch immer keine öffentliche Feuerstelle, aber wenn die ausbetoniert und eingefasst ist mit was auch immer, vor einer baulichen Maßnahme, dann ist es mit ziemlicher Sicherheit eine öffentliche Feuerstelle, beziehungsweise dann darf man schadfrei davon ausgehen, dass das wohl wirklich so sein muss. Kann man deswegen den dann nicht verknackt werden, sollte es tatsächlich keine sein. So aktueller Stand meines Wissens bezüglich der Rechtslage. Und wenn dann da noch irgendwo ein Schild steht, dass man, wie man sich an dieser Feuerstelle zu verhalten hat, dann kann man sich wirklich sicher sein, dass es eine ganz öffentliche ist und man da dann auch sein Feuerchen machen darf.
Grundsätzlich ist zu Feuer noch zu sagen, dass Feuer alles öffentliches, offenes Feuer beinhaltet. Und das ist grundsätzlich jedes Ding, was eine Flamme bildet. Ich habe bisher nur eine einzige Ausnahme gefunden, die nicht als offenes Feuer, zum offenen Feuer zählt und trotzdem eine Flamme beinhaltet. Und das wären Laternen. Zum Beispiel sowas hier. Das ist kein offenes Feuer, auch wenn es brennt. Aber ein Hobokocher, auch wenn da ein bisschen Hülle um die Flamme drumherum ist, ist offenes Feuer. Auch wenn irgendjemand anders behauptet, das wäre nicht so und er sieht das nicht so und er würde das entsprechend so diskutieren und dem entsprechenden Mensch, der da kommt, um zu kontrollieren, so erklären und so weiter und so fort. Das ändert aber nichts daran, dass meine Auffassung und die Auffassung der meisten der Rechtslage, also durchaus eben jede sichtbare Flamme, die nicht komplett von irgendwas umschlossen wird, als offenes Feuer deklarieren würde. Das bedeutet auch jeder, wie gesagt, jeder Hobokocher, jeder Trangia-Kocher, Benzinkocher, Gaskocher, Esbit-Kocher und das müsste es eigentlich im Wesentlichen gewesen sein. Alles offenes Feuer und ist damit rechtlich alles genau gleich wie ein Lagerfeuer zu behandeln. Aber wird viel eher toleriert, wenn es sich wirklich bloß um ein winzig kleines Trangia-Köcherchen oder einen noch kleineren Esbit-Kocher oder einen ganz, ganz, ganz sorgfältig aufgestellten kleinen Gaskocher handelt, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass man dafür verknackt wird. Außerdem ist vom 1. März bis 31. Oktober das Rauchen im Wald generell nicht gestattet. Das bedeutet auch, dass man dann nicht irgendwelche mit irgendwelchen brennenden Streichhölzern um sich werfen darf und auch grundsätzlich mit dem Feuerzeug nicht rumspielen darf und so weiter und so fort. Inwiefern das jetzt nun wirklich kontrolliert werden kann, ist nochmal eine andere Frage, aber verboten ist es dann irgendwo halt trotzdem. Mit dem Rauchen kommt daher, dass man schon negative Erfahrungen mit weggeworfenen Zigarettenkippen, die halt noch geglüht haben, gemacht hat. Das hat schon das ein oder andere Mal einen Waldbrand nachweislich ausgelöst und daher kommt halt eben entsprechend dieses Gesetz. Kann unter Umständen ein gewisses Bußgeld kosten, wenn man da halt dann eben entsprechend rauchend im Wald erwischt wird. Auch wenn es nichts mit der rechtlichen Situation zu tun hat, sollte man bei Feuerthemen halt immer noch darauf hinweisen, dass das umso relevanter wird, je höher gerade die Waldbrandgefahr ist. Aktuelle Waldbrandgefahr könnt ihr euch meistens eigentlich ganz gut ergoogeln, wenn ihr mal Waldbrandgefahr und euer Bundesland vielleicht bei Google eingebt, dann kriegt ihr irgendeine Nummer. Das ist die Waldbrandgefahrenstufe und wenn die, sagen wir mal, 2 und irgendwas über 2 beträgt, dann solltet ihr, auch wenn euch ansonsten die Rechtslage völlig egal ist, bitte wirklich kein Feuer mehr im Wald machen, weil dann besteht eine realistische Chance, den Wald anzuzünden. Leider gibt es Waldbrandgefahrenstufen nicht im Winter. Es kann aber im Winter trotzdem kurzfristig mal eine Wetterlage oder eine Klimasituation eintreten, in der ein Waldbrand durchaus möglich ist, selbst wenn es kalt ist, aber genügend trockenes Material halt eben verfügbar ist. Dann kann es auch da brennen, obwohl es keine Waldbrandgefahrenstufe gibt. Und da heißt es einfach ein bisschen mit gesundem Menschenverstand vorzugehen, wenn man versucht ist, in Versuchung ist, ein entsprechendes, wahrscheinlich dann doch eher illegales Feuerchen im Winter anzuzünden und der Meinung sein möchte, oh ja, im Winter kann ja eh kein Waldbrand entstehen. Grundsätzlich gilt dann noch zum Thema Waldbrand, Nadelwäldern viel, 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 viel wahrscheinlicher als in Laubwäldern. Heißt, wenn ihr dann unbedingt ein illegales Feuer machen wollt, dann macht es doch lieber ein bisschen im Laubwald und nicht so sehr im Nadelwald. Gründe dafür gibt es in den entsprechenden einzelnen Videos nochmal detailliert. Nach Bundesnaturschutzgesetz hat jeder das Recht, einen Handstrauß oder eine Handvoll. Das kann also durchaus auch so eine Menge sein. Also 2 Handvoll müsste noch innerhalb des gesetzlichen Rahmens liegen, an, sagen wir mal, lapidar Walderzeugnissen zu sammeln. Das beinhaltet Pilze, Beeren, Nüsse,
Das schon mal also als wesentliche Komponente. Natürlich auch Kräuter. Und wer sich ein paar Blümchen daheim in die Vase stellen kann, darf zu diesem Zweck auch eben entsprechend schöne Blütenpflanzen schmücken. Man darf ein bisschen zu Dekorationszwecken Moos einsammeln, Farn einsammeln. Und interessanterweise auch einzelne Äste von Nicht-Forstpflanzen auf jeden Fall absägen. Soll heißen, wer einen Haselstock haben möchte und sich den vom Haselstrauch runterschneidet, der im Wald steht und niemandem gehört, der darf das tun. Das ist durch Bundesnaturschutzgesetz entsprechend abgedeckt. Schwierig wird es also im Zusammenhang mit, wenn man irgendwas aus dem Wald einsammelt, wenn man es total übertreibt und richtig viel davon sammelt, diese Größe mit dem Handstrauß, das gilt pro Person und Tag. Heißt, wenn man also viele Kräuterchen sammeln möchte, weil man sich ein großes Depot an Teekräutern vielleicht anlegen will, dann müsste man halt in Gottes Namen mehrmals in den Wald rennen und jeden Tag eben nur ein bisschen was mitnehmen. Das hat auf jeden Fall naturschutztechnische Gründe, weil damit halt eben niemand auf die Idee kommen kann, gleich ein ganzes Feld von der entsprechenden Pflanze zu ernten. Damit wäre dann auch der Bestand der Pflanze an dieser Stelle nämlich durchaus ein wenig potenziell bedroht. Kommt immer auf den Einzelfall natürlich an, aber das kann dann also schon ein wenig ins Auge gehen und deswegen immer nur die Sache mit dem Handstrauch. Gerade aktuell, das gilt auch fürs Bärlauchsammeln, was ja gerne, Entschuldigung, jeder Depp heutzutage tut. Was überhaupt nicht böse gemeint ist, aber die Bärlauchsammler haben schon wirklich exponentiell zugenommen. Heieieiei. Innerhalb des Sammelns von Walderzeugnissen gibt es eine große Ausnahme, nämlich Holz. Und zwar Holz, das so als verwertbares Brennholz oder Holz zum Bau von irgendwas auf dem Waldboden rumliegt. Das hängt sehr stark vom Bundesland ab, aber man kann größtenteils sagen, dass außerhalb von den neuen Bundesländern das Ganze erheblich kritischer gesehen wird als innerhalb der neuen Bundesländer. Das könnte durchaus damit zusammenhängen, wie das in den neuen Bundesländern gehandhabt wurde, bevor die überhaupt neue Bundesländer waren, also in der DDR auf gut Deutsch. Jedenfalls, da ist man generell ein wenig toleranter und im Westen Deutschlands generell ziemlich untolerant, was das wilde Sammeln von Holz angeht. Was man aber in jedem Fall machen kann, ist sich einen Selbstwerberschein für vergleichsweise wenig Geld besorgen. Dann darf man seine Bäumchen zum Teil auch selber fällen. Natürlich nur diejenigen, die man zugewiesen bekommt. Und ist dann relativ frei im Einsammeln von größeren Holzmengen. Inwiefern man kleinere Holzmengen, also auch wieder die Größe des Handstrauchs für den Eigenbedarf sammeln darf, ist wieder sehr umstritten, weil man im Regelfall ja kein Feuer machen darf. Das heißt, man hat also auch keinen Grund, sich einen Handstrauß an dünnem Feuerholz zusammenzusammeln. Das ist also schon durchaus ein wenig diffizil zu betrachten. Man kann aber vielleicht aber auch damit argumentieren, dass ein Handstrauch dünnen Feuerholzes immer drin sein müsste, weil man ja Walderzeugnisse generell nach Bundesnaturschutzgesetz sammeln darf. Allerdings steht da nichts von trockenem Holz vom Waldboden drin. Es ist also wieder mal so eine gewisse rechtliche Grauzone und so meiner Meinung nach der kontroverseste Punkt in all diesen ganzen Outdoor-Rechtsgeschichten. Aber eine Sache ist relativ unkritisch: große Stücke Holz darf man zumindest in den neuen, Quatsch, in den alten Bundesländern niemals zusammensammeln. Und es kann so ausgelegt werden, dass wenn ihr einen Haufen Holz zusammensammelt, um euch da mal wieder eine, was weiß ich was, für eine tolle Hütte in den Wald zu bauen und vorher niemanden gefragt zu haben, ob ihr das überhaupt dürft, dann kann das auch als Holzdiebstahl gewertet werden, selbst wenn das Holz den Wald nicht verlässt, weil ihr eignet es euch ja trotzdem an und dadurch, dass es dann auch noch zu einer Hütte verbaut, ist das als Tätigkeit zu werten, die quasi den Eindruck erweckt, als hättet ihr gerade das Eigentum an dem Holz erworben oder bildet euch zumindest ein, das getan zu haben und das dann halt eben natürlich illegal, weil ihr den Besitzer des Holzes, das gehört grundsätzlich dem Waldbesitzer, nicht gefragt habt. Das ist relativ eindeutig. Damit wäre übrigens auch die Frage, ob man denn überhaupt irgendwelche, sagen wir mal, ein bisschen größeren Hütteneinrichtungen in den Wald reinbauen darf oder nicht, aufgeklärt. Das ist nämlich auch eigentlich nicht erlaubt, ohne den Besitzer gefragt zu haben. Grundsätzlich gilt, alles, was irgendwie mit einem Schildchen versehen ist, wo Schutz oder Natur
draufsteht, ist in der Regel ein Schutzgebiet. Und das bedeutet, bis auf zwei Ausnahmen, die ich gleich noch separat aufzähle, dass ihr die Wege nicht verlassen dürft, ihr nichts mehr einsammeln dürft, ihr da auch nicht übernachten dürft, abseits der Wege, auf dem Weg direkt selber. Manchmal schon, in der Regel auch das nicht. Und es spielt übrigens auch keine Rolle, worin man übernachtet, ob das nun ein Zelt ist oder nicht, oder nur unter einer Plane oder gänzlich nackig auf dem Waldboden. Das ist völlig wurscht. Das Lagern als solches ist da meistens separat verboten und Lagern heißt einfach der längere Aufenthalt in Form eines Lagers und das schließt, wenn man schläft, immer mit ein. Also sobald man vorhat, da zu pennen, dann ist das ein Lager und dann ist das nicht gestattet. Feuer machen ist in Schutzgebieten für gewöhnlich auch generell so schwierig, dafür eine Genehmigung zu bekommen, dass man eigentlich sagen kann, dass das normalerweise eigentlich gar nicht funktioniert. Und in Schutzgebieten ist auch wichtig, eine gewisse Toleranz gegenüber winzig kleinen Outdoor-Kossern gilt nur außerhalb von Schutzgebieten, innerhalb von Schutzgebieten werden die dann auch schon gar nicht mehr gerne gesehen. Und grundsätzlich gilt weiterhin, alles was draußen im normalen Wald, wenn man erwischt wird, meistens grundsätzlich nicht besonders teuer ist, teilweise auch gar nichts kostet, außer eine Verwarnung und damit demzufolge noch ein bisschen Stress. Innerhalb von Schutzgebieten kann es empfindlich teuer werden und das kommt dann auch durchaus schon mal vor. Da gibt es also dann Beispiele. Wenn man mit dem Feuer dann tatsächlich auch noch einen Waldbrand auslöst, dann kann der Schadensersatz durchaus potenziell in die Zehntausende locker mal gehen. Das heißt, es kann einen finanziell auch durchaus ruinieren. Also die Möglichkeit besteht dann auch, nur dass man das mal auch nochmal gesagt hat, der Vollständigkeit halber. Also nochmal einfach gesagt, Schutzgebiet und das schließt übrigens auch das Naturdenkmal mit ein. Viele Leute denken, das Naturdenkmal wäre irgendwie was anderes, das ist auch ein Schutzgebiet. Da darf man eigentlich im Prinzip bloß durchlaufen, bewundern, dass die Natur hier besonders schön ist und dann wieder aus dem Schutzgebiet verschwinden, ohne da irgendwelche erweiterten Waldtätigkeiten gemacht zu haben. Und wichtig halt eben auch immer nur auf den Wegen bleiben. Das war's. Mehr darf man da nicht. Und grundsätzlich wichtig ist da dann natürlich auch immer schön seinen Müll wieder mitzunehmen. Das macht man überall anders, selbstverständlich auch. Aber in Schutzgebieten ist es erst recht ganz besonders wichtig. Wenn mal irgendwo mitten im Wald ein Fitzelchen Snickers-Papierchen liegen bleibt, dann ist das immer noch doof und das sollte eigentlich auch wirklich nicht passieren, aber da geht die Welt nicht unter. In Naturschutzgebieten hingegen geht das eigentlich jedem nur noch gewaltig auf die Nerven, wenn man da auch nur das kleinste bisschen Müll da eben vergisst und das muss dann wirklich nicht sein. Da kann man halt schon mal ein bisschen extra vorsichtig sein. So, und jetzt zu Schutzgebieten gibt es ganz genau zwei wesentliche Ausnahmen und zwei Schutzgebiete, die man namentlich kennen sollte, weil damit besondere zusätzliche Möglichkeiten für uns verbunden sind. Das eine wäre mal das Biosphärenschutzgebiet bzw. Biosphärenreservat, so heißt es eigentlich offiziell, letzteres. Das beinhaltet eine Kernzone, die quasi wie jedes andere Schutzgebiet auch zu behandeln ist. Also nicht vom Weg runter und da gar nichts machen. Also nur mal kurz durch und shutdown und schön finden und wieder gehen. Und eine Entwicklungszone oder eine, weiß nicht wie die andere Zone heißt, aber die Nicht-Kernzone jedenfalls, die ist zu behandeln quasi wie ein Landschaftsschutzgebiet. Und damit kommen wir zum Landschaftsschutzgebiet. Das ist auch ein sehr häufiges Schutzgebiet, das man immer mal wieder findet. Und keiner weiß so genau, was das für uns als Outdoor-Mensch eigentlich bedeutet. Und zwar bedeutet das lediglich, wenn man da Scheiße baut, sprich mal wieder das illegale Feuerchen anzündet, dann wird das nochmal erheblich teurer als woanders. Aber es ist nicht noch mehr verboten, als es ohnehin schon verboten wäre, in Anführungszeichen. Ne? Außerdem, im Landschaftsschutzgebiet darf man im Regelfall die Wege verlassen. Das bedeutet, man darf im Regelfall zur Erholung da auch eben entsprechend nächtigen und da genauso übernachten wie in jedem anderen Wald auch. Die einzige Einschränkung, die überhaupt durch ein Landschaftsschutzgebiet im Regelfall entsteht, ist, dass man da keine großartigen Maßnahmen ergreifen darf, die das Erscheinungsbild der Landschaft verändern. Und das kann im Fall von uns als Outdoor-Fuzzi eigentlich nur sein, Hüttenbau und das Anlegen irgendwelcher Erdarbeiten. Wer also gerne Löcher gräbt und Schützengräben aushebt, um mal kurz eben aufs Klo zu gehen oder solche Späße, der möge das dann bitte außerhalb des Landschaftsschutzgebietes tun. Mehr Einschränkungen entstehen da in der Regel tatsächlich nicht. Das soll heißen, Landschaftsschutzgebiete sind das eine Schutzgebiet, das man eigentlich
nicht ignorieren, aber indem man sich auch schon mal ein bisschen aufhalten darf und was einen jetzt nicht großartig stört innerhalb der Ausübung der Outdoor-Tätigkeiten, die unser eins da so ausübt. Und das soll es dann auch gewesen sein. Und ja, ich habe gesagt, das ist die Kurzfassung. Und das ist auch die Kurzfassung. Das Ganze in der Langfassung geht ein paar Stunden. Also dürft ihr euch jetzt nicht beschweren, dass auch die Kurzfassung natürlich nicht innerhalb von 5 Minuten abgehandelt ist. Und vielleicht noch als eine letzte kleine Ergänzung, die man vielleicht noch erwähnen könnte. Wer survivalmäßig unterwegs sein will und sich nur aus der Natur ernähren möchte, der darf also durchaus Pflanzenmaterial im Rahmen des besagten Hanfstrauchs konsumieren. Was er nicht darf, ist Forstpflanzen beschädigen, weil er die essen möchte. Also das gilt grundsätzlich auch nicht im Rahmen des Hanfstrauchs, den man sonst so sammeln kann. Gilt nur für Nicht-Forstpflanzen. Eine weitere Sache, die ich vergessen habe, ist, es gibt noch geschützte Tier- und Pflanzenarten, die man auch nicht sammeln kann, darf im Rahmen besagtes Hanfstrauches, zum Beispiel Pfoten weg von Eibe, Ilex, so ziemlich jeder deutschen Orchidee, dem Fingerhut und ja, das waren jetzt nur mal so ein paar Beispiele. Außerdem darf man außer Invertebrata keine Tiere töten oder nachstellen oder verletzen. Das heißt, folgende Tierarten muss man die Pfoten von lassen: Frösche, Lurche und Schlangen und Eidechsen, also Reptilien. Und selbstverständlich auch von Vögeln und Säugetieren. Boing. Das heißt, was bleibt noch übrig? Schnecken, Käfer, Würmer und all die Sachen, die man eigentlich potenziell nicht so gerne essen mag, die darf man aber essen. Und da gibt es interessanterweise noch nicht mal eine Mengenbeschränkung, wie viel man davon fangen und futtern darf. Schön, nicht? So, aber das war dann wirklich alles. Mehr steht auch nicht auf meinem Zettel und mehr fällt mir auch nicht mehr ein. Und dann hoffe ich, dass ich in Zukunft nur noch auf dieses Video verlinken muss, wenn mich mal wieder jemand was fragt, weil er zu faul war, sich 5 Stunden Videomaterial anzugucken. Wirklich, diese faulen Leute. Macht's gut.